moin. Heute ist der Tag der Tage. Und zwar kommt dieses dicke Ding hier an den Multiplus und dafür muss ich erstmal den Multiplus aus dem Verkehr ziehen und das zeige ich euch jetzt quasi als nächstes, glaube ich. Strategie wird sein, dass ich erstmal den Ausgang des Multiplus abschalte. Das heißt also, dass meine IT nicht mehr über den Multiplus versorgt wird, wieder ans ganz normale Netz kommt. Und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt als nächstes. Ja, und dafür habe ich hier eine kleine Verteilung. Das hier links, der FILS, das ist die Zuleitung vom Multiplus, die quasi meine EDV versorgt. Die ist auch schon mittlerweile runtergefahren. Das hier ist der Umschalter und das hier sind die einzelnen Sicherungen, an denen meine EDV hängt. Und ich glaube, das Erste, was ich machen werde, ist jetzt quasi diese Sicherungen hier rausnehmen, dann den FI umlegen und dann geht es weiter zur Hauptverteilung, wo ich dann hier den Strom draufgeben werde und dann kann ich die Sachen wieder anschalten. Schauen wir mal. Also erstmal den hier, zack. Ihr habt schon gesehen, hinter mir ist das Licht ausgegangen. So, dann stellen wir den aus. Zack. Da wird nicht gemeckert, super. Und dann geht es jetzt rüber zur Hauptverteilung. So, das ist meine Hauptverteilung. Und hier links, ist der normale Wechselrichter. Das sind ganz normale Sicherungen für mein Büro. Das ist der Haupt-FI und das ist hier der EM24. Und jetzt kommt hier, Achtung, Bypass Notstrom, den nehme ich einmal runter. Dann geht er raufgeklickt. Dann ist das Ding scharf, der kommt wieder drauf. So, und jetzt geht's wieder rüber. So, und da bin ich wieder hier am Umschalter. Also kann ich hier jetzt Strom drauf geben. Zack. Und hier quasi wieder meine Verbraucher reinpacken. Und damit wäre der Teil erstmal fertig. Ja, dann sind wir ja schon mal an der Stelle durch. Übrigens habe ich den Multiplus so gestellt, dass er keine Leistung abgibt. Das heißt, also, da sollte eigentlich dann natürlich nichts passieren. Und jetzt werde ich quasi ein Update vom Multiplus machen, das alles über die VRM-Oberfläche und nochmal das Update der Konfiguration einspielen. Und dafür nehme ich euch jetzt mit an den PC. Ich muss hier in mein Victron VRM-Portal rein. Zack, so. Und da würde ich sagen, mache ich mal als erstes ein Update, beziehungsweise ich lade mir hier über die Fernkonfiguration erstmal die Konfiguration runter. Das braucht immer ein bisschen. Das kürzen wir natürlich ab. So. Und zwar für den, geht nur für den Multiplus herunterladen. Ja, es ist merkwürdig still im Büro, wenn das NAS nicht läuft. Das ist mal wieder super spannend hier. Aber ich habe mir gedacht, auch wenn das NAS hinter einer USV hängt, man weiß nie, was passiert. Lieber ausschalten. So, jetzt habe ich das Ding runtergeladen. Das schaue ich mir mal in dem Ordner an. Wenn ihr das runtergeladen habt, könnt ihr hier mit der rechten Maustaste, ihr müsst natürlich hier Config, VE-Config installiert haben. Sollte klar sein, so, und das geht natürlich jetzt auf meinen anderen Monitor. Aber gehen wir hier hin, so, jetzt habe ich die Sachen oder die Config geladen und jetzt möchte ich hier noch ein paar Änderungen machen, und zwar eine State of Charge, wenn Bulk finished, das können wir ein bisschen höher setzen auf 98%, werde ich eigentlich nie erreichen, aber da das hier quasi das Default ist oder das Backup ist quasi, also wenn alle Regelungsmechanismen ausfallen, dann geht es halt hier mit diesen Werten weiter, dass der Multiplus sich selber regelt. Und ich habe hier eine höhere Kapazität, nämlich dann jetzt 560 Ampere-Stunden, wenn ich den Akku einbinde nachher. So, dann Charge Efficiency, das können wir so lassen, das passt. Das Grid, da lassen wir auch die Finger von weg, der Inverter. Diese Werte werde ich nochmal leicht anpassen oder auch nicht. Das mal eben überlegen. 23,6, das ist ein bisschen niedrig. Da wollte ich etwas oder ein bisschen hoch eigentlich. Da wollte ich ein bisschen
niedriger gehen. Da muss ich einmal kurz rechnen. 23,6 bei 8 Zellen gibt das eine Zellspannung von 2,95 Volt. Ich glaube, da können wir ruhig auf 2,85 Volt runtergehen bei der Zellspannung. Das ist ja auch nur für den Fall, dass die Zellspannung zu niedrig wird und dass er dann ausstellt. Das ist so quasi eine der letzten, ja, Last Line of Defense, wie man das immer nennt. Und da würde ich gerne auf eine Zellspannung von 2,85 Volt gehen. Das macht halt dann 22,8 Volt. Da hat man dann ein bisschen Platz noch nach unten hin, falls mal wirklich bei hohem Ladestrom oder so, ne, die Spannung ein bisschen einbricht. So, und das machen wir so. Dann hat sich hier der DC-Input Low Restart von selbst angepasst. Das können wir dann so lassen, die restlichen Sachen. Da gehe ich einfach nicht dran. Das bleibt so. So, Charger. Genau, da habe ich mir auch etwas andere Werte noch geschnappt. 28,4 Volt, das entspricht dann, super, nicht mal ein Taschenrechner kann er bedienen. 28,4 sind 3,5 Volt, da gehen wir ein bisschen niedriger, nämlich auf 3,45 Volt. Mal 8 ist gleich 27,6. Naja, oder 27,8. Der Wert ist für mich auch in Ordnung. Oder nehmen wir 28. Na, sagt was. 28 durch 8 sind 3,5 Volt. Ja. Okay, gehen wir hier. Naja, doch lieber auf 27,8, weil ich möchte natürlich, dass das System, solche Software liebe ich ja, 27,8 Volt. So, dann den Float setzen wir, na, können wir eigentlich bei 27 lassen, das ist okay dann. Die Repeat Absorption Time, die lassen wir da auf eine Stunde stehen und das darf hier gerne öfter vorkommen, wenn das dann der Fall ist. Ne? Also, 0,25 Tage, also einmal oder viermal pro Tag und wenn, dann auf 5 Stunden. Ich glaube zwar nicht, dass ich diese Zeiten habe, aber wenn genug Saft da ist von Solar, dann darf er das gerne machen. Wird bei mir sowieso meistens nicht passieren. Okay, Virtual Switch, das lassen wir alles ja so, wie es hier drin ist. Ne? Jetzt ist übrigens gerade der Alarm losgegangen. Ich habe die Batterie auf 100% hochgeladen, damit ich nachher ja, ne, die zweite Batterie ohne Probleme einbinden kann, weil die auch auf 100% ist. Jetzt sagt mir der Battery Monitor hier über State of Charge, der ist auf 100%, deswegen gibt es hier Mecker. Ja gut, okay. Assistance. Den ESS Assistant muss man auch noch mal anpassen, ne? Deswegen klicken wir da wieder auf Start. Dann, ja, es bleibt hier bei, ne, LiFePO-Batterie mit Other-Type BMS. So, die Kapazität hat er schon übernommen, die ist dann bei 560 Ampere-Stunden. Batterietyp möchte ich nicht ändern, das lassen wir so. Sustain Voltage, da, ja, bleibe ich dann bei 24 Volt. Das könnten wir allerdings auch ein bisschen niedriger machen, wobei das sind 3 Volt. Da kann er eigentlich anfangen zu sustainen, aber 2,9 Volt wäre mir lieber. Genauso als Mindesttyp. Mal 8 sind, das machen wir auf 23,2. Das, ja, ist mir dann in dem Fall lieber. Upsi. 23, warum sagt er nichts? So, ne, das sind immer noch 2,9 Volt. Damit kann man leben. Dann wird er dann halt ab 2,9 Volt, wird dann das ESS-System quasi die Batterie automatisch mit leichten Strömen unterstützen, dass sie da nicht runterfällt. Das ist doch, kann man so machen. So, Dynamic Cutoff. Da gehe ich auch noch mal ein bisschen weiter runter, nämlich auch wieder hier auf 23,2, beziehungsweise da können wir sogar noch weiter runter gehen, nämlich auf 2, sagen wir mal 8 Volt, mal 8,
Das macht dann 22,4. Ich glaube, das ist hier, ne, das geht es darum, halt die Batterie zu schützen. Und auch wenn das BMS da natürlich irgendwann anfängt zu regeln, aber das BMS ist wirklich die absolute Last Line of Defense. Und ja, ne, mein anderes Ding hier, so ist dann halt, ne, die letzte, also das ESS-System, bla bla. So, 22, mal eben gucken, was das ist. Das sind 2,75 Volt, dann ist er schon ziemlich tief runter, genau. Ne? Das kann mal passieren bei 2C. Wird nie vorkommen, aber sei es drum. So, zack. Inverting is allowed ab 0, also ne, es darf wieder quasi gewechselrichtet werden. Ab 0,6 Volt über dem Cutoff von 23, was hatten wir da gerade? 22,4 Volt. Ne? Das heißt also ab 23 Volt darf er wieder wechselrichten. Ja. Genau, PV-Inverter habe ich nicht an irgendeinem AC-Eingang oder Ausgang, deswegen lassen wir den weg. Hier stehen dann nochmal eine Zusammenfassung. Zack, so. Und wenn ich jetzt das Programm schließe, also ich könnte es natürlich explizit sichern, aber wenn ich das Programm schließe, fragt danach, möchte ich hier, ne, meine ja, Settings ändern für das Remote-File. Und ne, Achtung, es wird halt während des ja, Updates oder des Einspielens der neuen Config wird das System quasi, ne, zwischendurch mal ausgeschaltet. Das ist der Grund, warum ich halt den Wechselrichter vom Netz genommen habe, ne? Damit ihr das wisst. So, klicke ich hier auf OK, dann wird die Datei geschrieben. So, und jetzt kann ich hier hingehen, ne, und ja, kann ich hier draufklicken auf Hochladen. So, und dann wähle ich die Datei aus, hoffe ich. Und dann kommt nichts. Na klasse. Firefox reagiert nicht. Dann schließen wir das Problem nochmal. Das ist natürlich wieder klasse. Ach komm, ich will hier keine Sachen an Microsoft übermitteln. So, machen wir das Ganze nochmal. Gehen wir wieder in das VRM rein. Wäre es natürlich spannend, wenn ich auf einmal kein Internet mehr habe. Ne? Dann wäre ja natürlich hier wieder alles perfekt. Nö, habe ich. Naja, gut. Dann rein ins VRM. Oh, da bin ich doch Schwein gehabt. Okay, ne? State of Charge. Das heißt, ich lade gerade noch hier wunderbar aus dem, ja, PV-Ladegerät nach. Ich bin bei 26,78 Volt. Da müssen wir gleich mal gucken, wie hoch die, ja, Sachen bei der zweiten Batterie sind. So, jetzt gehe ich auf meine Geräteliste und starte wieder die VE-Fernkonfiguration. So, gucken wir mal, was passiert. Jetzt möchte ich hochladen, Datei auswählen. Das kann natürlich sein, dass er jetzt ein bisschen braucht, weil meine ganzen Systeme hier gerade runtergefahren sind, also die ganzen NAS-Systeme, wo er suchen könnte. Das ist natürlich im Bereich des Möglichen. Also warten wir kurz und schauen mal, was er macht. Ha, geht doch. Okay, so. Das hier ist die Datei, die ich, glaube ich, als letztes geändert habe. Gucken vorsichtshalber noch mal. Ja, das ist die hier. Zack, so, die öffnen wir mit dem System. So, jetzt fährt er das Ding hoch. Ich würde euch natürlich jetzt gerne zeigen, wie er unten im Keller so ein bisschen klack, 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 klack macht. Aber das geht natürlich nicht, weil ich hier oben sitze, das Ganze hier von oben bediene. Ja, im Büro quasi. Ich hätte es auch unten machen können mit dem Laptop, dann hätte ich, aber nee, das war mir hier, ja, gemütlicher. Außerdem habe ich so noch einen Kaffee. Ja, ich hoffe, ich habe auf Aufnahmen gedrückt. Ja, habe ich. Okay, das System wurde konfiguriert. Ja, wunderbar. Zack. So. Dann gehen wir noch mal auf die Geräteliste und ich habe mir schon gedacht, okay, ich möchte noch mal die Firmware aktualisieren. Das machen wir dann als nächstes. Und zwar kann ich hier den Smart Shunt aktualisieren. Ich glaube, das werde ich als nächstes mal machen.
Würde ich wahrscheinlich sowieso später machen müssen. Wobei, das kann ich auch gleich machen, wenn ich da dran bin. Erstmal würde ich den Multiplus von der Version 5.0.0 auf 5.0.2 aktualisieren. Ich hoffe, dass das klappt. Wenn ich sowieso schon dabei bin, dann können wir das auch gleich machen. Einmal kurz durchlesen, was er hier möchte. Ja, genau, ne? Also die Firmware-Datei wird also auf das GX-Gerät hochgeladen, das heißt, ne, auf mein ja, VE-Bus, also nee, Quatsch, auf mein Windows OS. Dann wird vom VE-Bus die Konfiguration abgerufen. Das ist auch gut, der Wechselrichter wird ausgeschaltet und die Firmware wird aktualisiert. Ne? Das ja, beachten, dass währenddessen kein Wechselstrom verfügbar ist, ist kein Problem, weil ja, es hängt hier sowieso alles dann quasi auf den passenden Sachen. Nach Abschluss werden die Einstellungen auf die Standardeinstellung zurückgesetzt. Um ein Überladen zu werden, wird der Ladestrom auf 0 Ampere eingestellt und der Wechselrichter wird eingeschaltet. Das heißt also, ja, ich muss dann quasi die ganze, ach nö, ich muss die ganze Sache nochmal machen. Ja, schön. Oder wir lassen das einfach sein. Das können wir natürlich auch machen, weil die 5.0-Version hatte jetzt keine Schwierigkeiten eigentlich. Ach, wir machen das einfach. Ja, mach das. So. Und wieder zweimal bestätigen. Ja, also mein GX-Gerät, also mein Raspberry Pi, wird nicht vom Wechselrichter versorgt, sondern über die Batterie. Das habe ich extra so ja, gemacht. So, und jetzt wieder nochmal hier. Okay, ich habe kein VE-Bus BMS an dem ganzen System dran. Das heißt also kein Problem. Ja, ich kenne das Risiko. Zur Not kann ich immer noch wieder in den Keller gehen. Ja, das kann jetzt natürlich ein bisschen dauern. Und ich sehe schon, das Video wird viel, 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 viel zu lang. Aber wenn ich sowieso dabei bin und gerade meinen Wechselrichter, den Multiplus vom Netz habe, dann kann ich auch gleich alles updaten. Ne, so schaut's aus. Bin mal gespannt. Ich wollte auch den Raspberry Pi nachher noch updaten. Da gibt es ja auf die neueste Version, das ist 3.0.0 Tilde irgendwas 25, glaube ich. Ja. Naja, wenn er das, ne, wenn er die Einstellung migriert, wäre es natürlich klasse. Gucken wir mal. Ich schaue mir das dann gleich an. Käffchen. Und natürlich wieder Zeitraffer hier, ne? Habe ich dich überhaupt an? Ja, habe ich natürlich. Ich habe doch vorhin geguckt. Ich habe jetzt hier gerade dieses Tunnelding aufgemacht und jetzt macht er mir hier über VE System Bus Configurator auf. Okay, also er hat jetzt hier diese Datei ja, neu gemacht, quasi neu geschrieben, konvertiert. Ich kann es leider nicht rüberziehen auf den Monitor, weil es noch aktiv ist. Er konfiguriert mit oder ja, schreibt es jetzt und ja. Dann kann ich es halt gleich hochladen. Vielleicht. Ah, okay. Das heißt, also ich kann es jetzt einfach schließen.
Yes. Speichern. Was muss ich jetzt machen? Na toll. Ja, dann probieren wir das mal mit Fernkonfiguration und gucken mal, was er dann macht. Da lade ich dann was hoch. Das dauert wieder, doch nicht. So. Dann nehme ich das Merged. Okay. Das heißt also, ich nehme die gemergte Datei und lade sie wieder hoch. Das hätte man auch schöner machen können. Okay. So, er hat es konfiguriert, sagt er mir. Vorsichtshalber können wir noch mal die Datei herunterladen. Schauen wir uns das noch mal in VW-Config an. So, ne, das haben wir eingestellt gehabt, 560 Ampere, das passt. Da gehen wir noch mal weiter durch, das passt auch alles. Die Werte 22,8, 23,6, das hatten wir auch so eingestellt. 27,8, 27 für Absorption und Float, das ist auch richtig. Die 5 Stunden ist auch drin. Virtual Switch war alles off. Können wir noch mal starten hier. Nur damit wir da einmal die Sicherheit haben, dass alles soweit richtig ist und das so eingestellt ist, wie ich mir das vorstelle. Gut, okay. Okay. Jo, prima. Dann sollte das erledigt sein. Dann können wir bei der Gelegenheit nochmal Geräteliste. Na, wo bist du? Firmware-Aktualisierung. Hier nochmal Firmware-Update von. Ja. Vom Windows OS anstoßen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Machen wir das mal. Zack. Na, übrigens, diese 3.0er-Version von dem Windows OS, das ist eine Beta-Firmware. Das heißt also, bitte seid da vorsichtig. Ich glaube, die aktuelle Version ist bei 2.98 oder sowas. Also, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, bleibt bei 2.98 und geht nicht auf 3.0 oder 3.00, weil das, wie gesagt, Beta ist. Das ist, kann hier und da noch mal Instabilitäten haben. Aber da ich das gerne ausprobieren möchte und ich noch nichts Negatives gehört habe, probiere ich jetzt die 3,25 oder 3.0 Tilde 25 aus. Ja, es gibt bei Victron so eine Community-Forum quasi dazu einen Thread. Ich weiß nicht, ob wir den so finden. Ja, ne? Da kann man hier runter und dann auf den Modification Space gehen. Und dann sieht man hier Windows OS V3.0 Tilde 24 available for testing. Da kann man dann mal draufklicken. Und dann bekommt man hier halt quasi die Übersicht, ne, was gerade aktuell ist und wie auch die ganzen Änderungen sind und so, was da neue an Neuigkeiten sind und sowas. Und ja, das ist eigentlich ganz spannend. Also wenn man das mal wirklich ausprobieren möchte, nicht für unbedingt für ein, ja, für ein Produktivsystem. Also ich habe zwar ein Produktivsystem und mache es trotzdem auf eigenes Risiko. Ich hoffe, das geht gut. Wenn nicht, könnt ihr hier sehen, ne, auf dem Kanal demnächst, ja, was hier nicht funktioniert. Gut, dann gucke ich mal, ob hier mein GX-System noch wieder da ist. Ja, mittlerweile ist es wieder da. Die Geräteliste braucht immer ein bisschen, bis die Kiste wieder da ist. So. Und naja, wenn wir schon dabei sind, dann machen wir auch noch die Firmware-Aktualisierung für den Smart Shunt. Dann brauche ich das gleich im Keller nicht mehr zu machen. Und da muss natürlich nochmal im Smart Shunt so die Settings aktualisiert werden. Das zeige ich euch aber nicht, oder? Naja, wir gucken mal, ob das so funktioniert. So, den machen wir auch nochmal aktuell. Und ich bin mal gespannt, ja, wie intensiv ich hier mein Node-RED nachher anpassen darf, weil sich da irgendwelche Sachen geändert haben.
Wir werden sehen. Also mal eben so einen neuen Akku dazu packen, ist natürlich nicht so simpel. Das war der liebe Nils, der mir hier geschrieben hat. Oh, der ist langsam, die Sau. Naja, aber VE Direct ist halt nicht so fix. Gerät wurde aktualisiert, ja denn. Jo, alles auf dem neuesten Stand. Prima, so wollten wir das. Und jetzt geht es in den Keller. Und jetzt werde ich meinem Rücken ganz immens schaden, weil ich jetzt gleich ja, den Akku anschließen werde. Huhe, kommt mit. Auf geht's. Ja, wieder im Keller. Dieses 48 oder 40 Kilo Monster hier muss jetzt ja, hier drauf. Genau, ist ein bisschen alles ein bisschen eng hier. Und ich guck mal, dass ich euch das vielleicht versuche, so ein bisschen mitzunehmen. Ich weiß noch nicht so ganz genau wie, aber das wird schon. Ja, gut, dann probieren wir es mal. Handschuhe sind da. Zack. Sonst schneidet das nämlich ein bisschen ein. So. Und dann gucken wir mal. Ja. Ich glaube, ich habe einen Plan. Heieiei. Houston, the eagle has landed. Alter. Uah. Nein. So, alles kaputt gemacht. Jetzt brauche ich gleich erstmal einen Kaffee. Ja, ich nehme euch mal mit an die Hand, beziehungsweise stelle euch einfach mal hier so auf die Ecke. Und ja, dann können wir hier... Plus zu Plus anschließen. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Also Anderson-Stecker ist verbunden. Uiuiui. Es rollt sich schwer. Dann kann ich hier noch ja, den USB-Port anschließen. So. Und dann können wir das Ding hier wieder in seine Ecke rollen. So, schalten wir hier mal das BMS an. So. Okay. Ja, dann ist das Teil jetzt erstmal installiert und ich nehme euch jetzt wieder mit. Es wird jetzt wieder alles ja, ausgeschaltet. Das heißt also wieder Kommando zurück, alles ausschalten, alles anschalten, was den Multiplus angeht und los geht das. So, hier werde ich jetzt erstmal alle Verbraucher wieder ausschalten. Das ist einmal hier das Licht im Keller. So, und dann geht's wieder zur Hauptverteilung. So, hier wieder fein ausmachen. Druckding wieder drüber, damit da keiner auf dumme Ideen kommt. Der Speicher, ach, hier ist übrigens hier moin kleiner Puls drauf. Da muss ich natürlich nachher die Zählernummer wieder dingsten, aber naja, gut, okay. So, und zurück. Hier in mein Chaos. So, hier kann ich umschalten. Zack. Dann wieder den Multiplus zuschalten. Zack. Und dann die einzelnen Geräte kann ich wieder anmachen. So, und Licht ist auch wieder an da hinten.
Und das war's an der Stelle schon. Puh, ja, das soll es dann erstmal soweit gewesen sein vom Upgrade meines Batteriespeichers. Ich hoffe, du konntest damit so ein bisschen was anfangen. Es waren dann doch mehr Schritte, als ich erwartet hätte. Es ist aber relativ gut gegangen. Auch, dass ich die Spannung relativ einfach abgleichen konnte von 28,8, glaube ich, war es, ne? Oder 28,4 auf 26,7 Volt. Das war schon einiges, aber wie ihr gesehen habt, die 78 oder wie ihr hier vielleicht gleich sehen könnt, die 78 Ampere, die da geflossen ist, das war jetzt nicht so riesig schlimm. Von daher kann man damit leben. Ich gucke mal, ob ich das euch irgendwie zeigen kann. Leider hatte ich ja meine zweite Kamera, war der Speicher voll. Leider nicht so gut geplant, aber naja. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr da was mit anfangen konntet. Wenn dich das Thema weiter interessiert, und zwar als nächstes kommt eine kleine Tour durch mein Tibber Dashboard, beziehungsweise generell durch mein Dashboard. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt noch existiert. Jetzt nach dem Update des Venus OS mal gucken. Und ich würde mich freuen, wenn du ein Abo da lässt und natürlich die Glocke klicken nicht vergessen, damit du eine Benachrichtigung bekommst, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei sein möchtest. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.